Servus Leute, wir haben jetzt das Gameplay mit 21k von mir, Meucheln gegen die Axt Noobs. Diesmal kein Let's Play. Ich habe das einfach so zwischendurch aufgenommen, weil ich hatte keinen Bock zum Let's Playen, war auch ziemlich krank. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das gut läuft und dass es halt vielleicht ein Highscore werden könnte, obwohl der Anfang jetzt nicht so gut war. Also bei dem Anfang dachte ich mir eigentlich schon, fuck, ich kack schon gegen die Noobs ab. Und das waren eigentlich wirklich solche, die manchmal wirklich gar nichts können. Das waren so ein Mischmasch. Also ich hasse es ja, wenn es die ärgsten Noobs sind, die zum Beispiel nicht mehr anvisieren können. So, da habe ich Angst, dass er mich dann doch betäubt, falls er doch nicht AFK ist, sondern einfach nur so blöd. es gibt ja die, sagen wir so, die Prestige 40er, Prestige 40er, die Level 40er bis Prestige 1, die sind eigentlich die besten Gegner. Die wissen ein bisschen was, aber auch nicht so viel. Das heißt, die wissen auch nicht zum Beispiel Props und Jumps oder sowas, wissen die nicht. Wenn man öfters gegen Bro spielt oder jetzt Leute, die es ein bisschen können, boah, da bin ich auch so ausgerastet. Ich wollte einen normalen Dropstone machen, ich weiß nicht, ob es nicht funktioniert hat. Verstehe es nicht. Also es war schon der erste Moment, wo ich leicht zum Ausrasten war. Auf jeden Fall war ich jetzt, genau. Dann eignet man sich ja gewisse Spielzüge an. Man weiß, wie die anderen reagieren. Und da eignet man sich halt irgendwas an, wie man dann spielen will. Und das funktioniert dann auch. Aber das funktioniert dagegen die Noobs nicht mehr, weil die Noobs sind meistens so unberechenbar, dass sie einfach das, was man normalerweise glaubt, das macht er sowieso nicht, weil das wäre viel zu offensichtlich, macht er dann und du erwartest das überhaupt nicht. Und dann stirbst du erst recht. Also, ich finde es meistens gegen die richtigen argen Noobs schwieriger als gegen Prestige 1 oder 2 oder so irgendwas. Ich hüpfe natürlich genau rein. Bam, krieg euch gleich in die Fresse, Junge. ich verstehe nicht, warum man sich bei der Verführerin das Champions Paket kauft. Ich finde, die schaut so viel geiler aus. Was ist jetzt das schwarze Kostüm, also das, wenn man mit der das Wolfrudel abgeschlossen hat. Also da die Gegner, weil die konnten eh anvisieren. Aber wenn sie dann nicht anwissen können, das geht sich so an, das. Boah. Na gut. Was ich zu eigentlichen Thema wollte ich eigentlich erzählen. Das war jetzt ein deutscher Satz, oh mein Gott. Wegen Cropstam und Jumpstam. Ob der noch in anderen Modus funktioniert. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der funktioniert nur noch im Meucheln. Also in die Team-Modus scheint er überhaupt nicht mehr zu funktionieren. In Deathmatch oder gesucht ist, glaube ich, Glück. Also da ist meistens so, weil der Gegner totaler Vollpfosten ist. Aber ich glaube, der funktioniert nur noch im Meucheln. Und wenn sie jetzt den da auch noch patchen, also uns den wegnehmen, so wie den Dropstone, dann war wow. Den Dropstone gibt es ja noch, aber es ist halt viel schwieriger. Ich meine, dann hat man nur noch die Fähigkeiten, dann wäre es total zum Scheißen. Da müssen wir den ganzen neuen Spielleitig neu aufbauen. Das müsste ich mal überlegen, wenn man nur noch mit den Fähigkeiten betäuben könnte. Das wäre der Horror. Ich meine, wir würden dann ein 1 gegen 1 ausschauen, bitte. Also das 1 gegen 1 ohne Fähigkeiten. Das wäre brutal. Naja, aber ich hoffe, sie denken sich ein bisschen was dabei, weil die müssen ja schon mitgekriegt haben, was passiert ist, nachdem sie den Dropstone gepatcht haben. Ist auch schon ein Humor losgegangen. Aber naja, was soll man machen? Das ist jetzt nicht mein Highscore. Mein Highscore ist, glaube ich, 24 oder 25,6, glaube ich. Nein, ich glaube 25,6. Boah, ja. Das war natürlich auch schön, der Moment. Nur, das habe ich leider nicht aufgenommen. Und ich habe auch viele andere Spiele nicht aufgenommen, wo
echt geile Scheiße passiert ist. Das ist nämlich der Scheiß. Weil manchmal, ich könnte mir der Elgato sowieso danach eh noch aufnehmen. Ich kann nicht zurückspulen. Aber ich vergesse einfach meistens, oder? Meistens spiele ich über HDMI. Also nicht in meinem Computer. Und dann kann ich gar nicht aufnehmen. Zum Beispiel, wie ich krank war, da habe ich sehr viele gute Match gehabt und habe halt nicht aufgenommen, weil ich nicht Let's Playen konnte. Also ich habe zum Beispiel, weil der Rekord wieder erst zählt, wenn es genau 20k ist oder drunter. Und das habe ich halt einfach noch nicht geschafft. Ich glaube, mein jetziger offizieller Rekord ist irgendwas mit 18.000 oder sowas. Weil ich habe wirklich von 0k bis 18k jeden 1000er Schritt habe ich schon mal geschafft. Okay. Obwohl, ich glaube 1000 oder 2000 mit so einem Score habe ich noch nie ein Spiel beendet. Auf jeden Fall wirklich jeden 1000er Schritt. Dann habe ich 18.000, dann kommt 19.000 habe ich nicht und 20.000 habe ich nicht. Nur jedes Mal, wenn ich 19.000 habe, denke ich mal, was, jetzt mache ich die 20.000 genau. Und dann habe ich sowas wie 20,5, 20,1 oder sowas. Das ist ein Scheiß. Ich habe schon so viele 20k Matches gehabt, aber kein einziges mit 19k oder genau 20. Ich schaff das nicht. Ich habe schon irgendwann mal probiert, ich mache dann, wenn ich dann mal 90k habe, ich habe ein bisschen Zeit, mache ich dann nur noch umstrittene Tode. Also ehrenvoller Tod, meine ich. Dass ich dann immer 100 Punkte krieg, dann müsste es halt genau ausgehen. Aber da habe ich halt die Angst, dass ich vor einmal irgendwann einen betäuben kann, weil er es nicht checkt. Mann! Weil die 20k schaffe ich ja nur gegen Noobs. Und da kann schon mal sein, dass einer nicht checkt, dass ich sein Ziel bin und ich betäube ihn einfach. Dann habe ich einmal 200 Punkte. Bei meinem Glück sind das dann genau die 200 Punkte von 19.900 zu 20.100. Ja? Ein Scheiß. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's hier scheiß verfickt 20k nicht hin. Und für all die Leute, die in Deathmatch 20k geschafft haben, wirklich Respekt. Also ich meine jetzt mal im normalen Deathmatch, also im mit Fähigkeiten, weil mit dem im einfachen Deathmatch, wer da 20k schafft, ist für mich ein Hacker, also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, ich meine, die ganze Rangliste ist sowieso für den Arsch, wegen den ganzen Scheiß-Hackern, die haben sie wirklich in jedem Modus verwendet, sogar ein Artefaktangriff, das war ja das Schwulste. Da haben sie am Anfang gemacht und denkst, warum kriegen die 0 Punkte oder sowas? Und dann stellst du es einfach bei ihrer Basis hin, warten bis du das Dings nimmst und kill dich mit einem anderen Tag. Holst du es wieder und kill dich wieder. Jedes, ich meine, wie schwul kann man eigentlich sein? Ich meine, sie ist stolz darauf, dass die dann so, weiß nicht, 15k oder sogar 20k gemacht haben. Ich glaube, das meiste, in dem ich eingespielt habe, das war im Meucheln. Ich bin einfach nicht ausgestiegen, weil ich so in Rage war. Ich wollte ihn einfach nur noch herficken. Ich hatte keinen Bock mit dem irgendwas zu gönnen. Ich wollte den einfach vernichten. Das Spiel ist halt, glaube ich, für mich, ich hab 12k oder sowas gehabt. Ich habe ihn jedes Mal, wenn wir zusammen gekommen sind, habe ich ihn jedes Mal gekriegt, weil ich ihn einfach angesiedelt lassen habe. Und ich habe es nicht möglich gemacht, mich zu betäuben oder mich zu killen. Weil es war ohne Hack so ein ärgster Scheiß-Noob. Der hat nichts können. Die Raupen waren immer so unnötig geworfen. Auf jeden Fall hatte dann, ich glaube, 56k gehabt. In Meucheln. Ich meine, wenn der dann zu seinen Freunden geht, so, ja, boah, ich habe im Meucheln 56k, der, ja, boah, 56.000 oder so. Und nicht einmal gegen Noob, da waren Prestige-Leute dabei. So. Ja, Junge, das kann jeder schaffen. Mit dem Scheiß-Hacker, der hat schon 4.000 pro Kill gekriegt. Mann! Aber zum Glück ist das weg, das hat aber eh lang genug gedauert, Ubisoft. Meine Fresse, am PC, glaube ich, war das nach einer Woche oder zwei Wochen weg. PlayStation hat es fast einen Monat gedauert oder sogar länger. Mann. Gut. Das Spiel neigt sich dann dem Ende zu. Ich weiß, es wäre mehr drin gewesen. Ich habe ein paar Sachen verkackt. Und ich schaue, dass ich immer in nächster Zeit die 20k schaffe und vor allem die aufnehme. Dass ich dann endlich mal einen offiziellen Rekord habe. Weil die ganze vom Back for Mercy Clan, oder sagen wir, die meisten haben auch alle 20.000 oder sogar mehr.
Und ich schaffe es einfach nicht genau, jetzt auf die Karte zu machen. Nochmal wegen dem einfachen Deathmatch. Ich habe das kurz gespielt, ich glaube eine Runde oder sowas. Das bug ich überhaupt nicht. Ich bin in Deathmatch so ein Noob, in beiden Arten. Das war... Ich glaube, da ist mein Rekord 8000 oder 9000. Na gut. Das war's dann. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß, es ist ein bisschen fad zum Zuschauen. Aber wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Cheerio. It's a revolution, awesome.